Hallo, mein Name ist Antoine Richard und schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es um eine Revolution. Und zwar um die größte Revolution, die man sich überhaupt nur denken kann. Wir schreiben das Jahr 2000. Und wir schauen auf mein Leben. Was war im Jahr 2000? Im Jahr 2000 habe ich meinen ersten Internetanschluss bekommen. Ich bin 39 und bin eine ganz spezielle Generation. Nicht alle, die zwischen 35 und 40 sind oder zwischen 30 und 45, je nachdem, wie man so eine Zeitspanne jetzt hernehmen will, um eine Generation zu beschreiben, die ja eigentlich, glaube ich, 25 Jahre umfasst, rechne ich mich zur Generation X oder Y, nachdem wie mein Leben verlaufen ist, wie lange ich studiert habe, wie lange ich in Ausbildung war, was ich in meinem Leben gemacht habe. In gewissen Dingen bin ich ein Frühzünder, in gewissen Dingen war ich ein Spätzünder und diese Generation, die meinige, ist für andere, die zuschauen, die jünger sind oder älter sind, interessant. Und vielleicht gibt es da auch Gemeinsamkeiten. Also diese meine Generation hat Anteil gehabt an einer ganz seltsamen und unglaublichen Entwicklung, die heute an einem Punkt angekommen ist, worum es in dem Video gehen soll. Der Revolution. Zu der komme ich gleich. Also im Jahr 2000 habe ich meinen Internetanschluss bekommen. Was habe ich da gemacht? Ich will jetzt nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber nicht viel. Ja? Weil für mich war es schon mal ganz aufregend, die T-Online-Seite aufzurufen, um mir da die Nachrichten und das Wetter anzuschauen und E-Mails zu schreiben und zu versenden. Das war schon der absolute Hammer. Meine nächste unglaubliche Erfahrung, wo ich dachte, das kann doch gar nicht sein, also das ist ja vollkommen verrückt, ja, war Online-Dating und Online-Flirts. Ja, warum? Das war für mich damals, also heute vielleicht auch noch, aber für mich damals als jungen Mann war das natürlich immens wichtig, ja, Frauen kennenzulernen, zu daten, zu flirten und dementsprechend habe ich natürlich auch da im Internet, dann gab es schon Google. Nein, ich glaube, ich habe bei Yahoo oder keine Ahnung, wo ich welche Suchmaschine ich benutzt habe. Ich glaube, Google gab es so noch gar nicht so. Also noch nicht so bekannt. Und nur diese meine Generation versteht diese krassen Unterschiede. Wie war es ohne das Internet? Was war vorher? Was hat sich verändert? Der Datingmarkt, Leute kennenlernen, ist nur eine von so vielen krassen Veränderungen in unser aller Leben, die wir gerne, weil wir uns schon dran gewöhnt haben, vergessen. Und das ist deshalb sehr gefährlich, weil wir dann manchmal nicht begreifen, was eigentlich jetzt heute für eine unglaubliche Revolution stattfindet und in der Zukunft noch stattfinden wird, die wir alle, ich wünsche euch ein langes Leben, miterleben werden. Wie hat man früher gedatet und geflirtet? Ja, viele Nostalgiker sagen, früher war alles besser. Ja, das mag sein. Darauf möchte ich jetzt nicht im Detail eingehen, was jetzt da alles gut und was alles schlecht war. Aber de facto kann man mal sagen, was den freien Markt betrifft, so viele Leute würden die Dating- und Kennenlernplattformen nicht benutzen, wenn sie nicht irgendeinen Vorteil zuvor bieten würden. Der Vorteil Nummer 1 war, dass man Leute kennengelernt hat, die man sonst nie kennengelernt hätte. Das ist schon mal ein ziemlich krasser Vorteil. Und das eigentlich sogar auf der ganzen Welt. Da gab es natürlich schon gleich wieder einen Nachteil. Dann entwickeln sich nämlich Fernbeziehungen. Ja, und das ist natürlich auch nicht immer so toll. Obwohl Fernbeziehungen, da gibt es einige Studien dazu, erfolgreicher sind, zumindest in den ersten 3 Jahren, wenn es noch nicht um Kinder geht und so weiter, als Beziehungen zwischen Leuten, die nah beieinander wohnen. Ja, also das Online-Dating, das hat mich total mitgenommen. Das war also unglaublich, was sich da entwickelt hat. Das Online-Dating war eine Revolution für mich.
Und ich habe da Erfahrung gemacht, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also wirklich eine fremde Frau da kennenlernen. Und früher war es also so, dass auf den Portalen konnte man teilweise zu Beginn noch nicht mal ein Foto hochladen. Also das ging überhaupt nicht. Man konnte nur ein Avatar auswählen und man hat sich dann geschrieben. Ja? Und durch dieses Hin- und Herschreiben und Chatten, ja, hat sich dann also eine Sympathie entwickelt und dann hat man wirklich dann später irgendwann ein Blind Date gehabt. Also ist auch ganz, ganz spannend gewesen. Ja, und ich bin also in diese Generation richtig reingewachsen. Als Kind habe ich den ersten Atari miterlebt, hatte einen Commodore 64 und kenne das also aus meiner frühen Kindheit so, dass es also gar nichts gab. Nichts, also außer vielleicht irgendwelche Spielzeuge, die man mit Batterien zu irgendwas bringen konnte. Aber sowas wie ein Gameboy, das war für mich in meiner Jugend, als er dann rauskam, eine absolute Revolution. Das hat uns alle krass verändert. Das heißt, Computerspielen habe ich, das habe ich von Anfang an gemacht, wie auch die junge Generation heute, aber es waren halt andere Computerspiele, die waren halt etwas einfacher strukturiert. Und ich weiß noch gut, ich hatte damals einen besten Freund und falls er jetzt zuschaut, hallo. Und dieser beste Freund aus dem Kindergarten, die hatten also zu Hause, waren die offener für Technik, ja, der Vater war so ein bisschen technikaffiner, als das meine Eltern waren und sie hatten also eine Atari-Spielekonsole und das war für mich also, sie hatten so einen alten Fernseher und da war das angeschlossen, das Teil und da konnte man mit dem Joystick dann dieses Tennis spielen, das war für mich eine absolute Offenbarung. Ich dachte, was zur Hölle ist das? Ist das die Zukunft, ja? Und die nächste Revolution war natürlich für mich das Smartphone oder in dem Fall auch das iPhone. Ich konnte überhaupt nicht fassen, dass es so ein Gerät gibt. Das war so magisch, dieser Bildschirm und dass das alles so schnell funktioniert hat. Ich weiß auch noch, wie das mit den SMS angefangen hat. Ja, erinnert ihr euch daran, mit den SMS? Da haben die meisten Leute gesagt, was soll das? Ja, und noch was anderes fällt mir da gerade ein. Und zwar hatte ich, weil ich auch schon immer ein Early Adopter war, war ich einer der Ersten, der ein sogenanntes Skoll hatte. So, was ist das? Ein Skoll. Ich habe ihn sogar mal irgendwann noch in der Kiste wiedergefunden. Ja, ein Skoll. Ich glaube, die Firma Swatch hat die dann auch hergestellt. Also ein Skoll, das war sowas, so eine Art Pieper, wie das ein Arzt früher hatte. Also wenn es einen Notfall gab, hat das vibriert und gepiept. Nun war es also so, Handys waren noch nicht so verbreitet. Und eine coole Alternative stellte es also dar, wenn man also dieses Skoll hatte. Und das war so ein ganz kleines Gerät. Und da konnte man also ganz normal auf dem Festnetz dann diese Skoll-Nummer anrufen. Und natürlich konnte man aber da nicht telefonieren und auch keine Nachrichten schicken. Sondern das Skoll hat einem nur darauf hingewiesen, dass diese Nummer einen angerufen hat. Und das hat dann vibriert und gepiept. Und dann hat man geguckt und sah, oh, die Nummer XY hat mich also gerade angerufen. Das muss was ganz Wichtiges sein. Ich muss aus dem Kinosaal rausgehen in eine Telefonzelle und muss diese Nummer anrufen. Das war für mich damals revolutionär, so ein technisches Gerät zu besitzen. Ja, also diese Entwicklung prägt mein ganzes Leben und es gibt eigentlich kein Jahr, das vergeht, wo ich nicht schon wieder denke, fuck, was ist denn jetzt schon wieder Neues rausgekommen? Das gibt es doch gar nicht. Ja? Jetzt ist es Virtual Reality. Ja? Was das für Möglichkeiten bietet. Virtual Reality, sind wir schon im Jetzt angekommen. Und darüber möchte ich dann gleich reden. Und da ist es mir ganz wichtig zu sagen, als jemand, der das noch kennt, wie es vorher war, ihr alle, und damit meine ich auch die, die über 50 sind und auch die, die unter 20 sind. Und auch die in der Mitte. Wir sind alle Teil einer unfassbaren Revolution. Und diese unfassbare Revolution im digitalen, technischen, aber auch im biotechnologischen Bereich ist eine der Sachen, das ist krasser als die industrielle Revolution damals. Das ist krasser als der Buchdruck. Ich würde sogar sagen, das ist krasser, als was die Menschen vorher jemals erlebt haben. Und diese Revolution gründet nicht nur auf Bits and Bytes,
und der Erfindung des Computers und Strom an und Strom aus und irgendwelchen Berechnungen und Konrad Zuse, sondern sie begründet im Neueren vor allem auf der Informationsfreiheit und dem Internet. Das Internet ist sozusagen das Werkzeug. Es ist gar nicht die Erfindung des Internets, sondern es ist das, was das Internet ermöglichen wird. Das Beschaffen von Informationen war damals so schwierig. Ich weiß noch gut, dass, obwohl es schon Internet gab, man war eben noch dran gewöhnt, man Informationen sehr schwer beschaffen konnte und man Bücher bemühen musste und die musste man auch beschaffen und man hat die auch teilweise ja nicht gefunden. Also man konnte nicht einfach ein Thema googeln und hat dann Hunderttausende von Ergebnissen gehabt, die einen weiterführen konnten. Sondern es war wirklich so, dass man Glück haben musste, ein bestimmtes Buch irgendwo zu finden. Und das musste man sich leihen oder kaufen. Also das ist ganz, ganz schwierig. Deshalb war das auch so, dass die Universitäten wirklich eine Art Elfenbeinturm waren, wo man sagte, wenn man da nicht hinkommt, kriegt man diese Informationen nicht. Kriegt man die Bücher nicht, lernt man die Leute nicht kennen und so weiter. Deshalb war es für mich damals ganz wichtig, später zu sagen, nein, ich möchte unbedingt studieren, ich möchte dieses Wissen haben. Heute würde ich da eventuell anders entscheiden. Heute würde ich sagen, fuck you, ich gehe ins Internet. Ja, ich lerne es da. Und deshalb ist die Freiheit des Internets, und ich sage auch gleich, was ich damit meine, das Allerwichtigste, was alle verteidigen müssen, die wollen, dass diese digitale Revolution weitergeht. Die Freiheit des Internets wird ständig und an vielen Stellen bedroht. Zensur, Bevorzugung bestimmter Datenpakete, Drosselung, Sperrung, bestimmte Netze, die von Regierungen kontrolliert werden. Unsere Gesellschaft, unsere gesamte Welt kommt nur dann weiter voran, wenn das Internet frei bleibt, unzensiert bleibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Informationsfreiheit muss bestehen bleiben. Jetzt kann man natürlich auch gegenteilig sagen, ja, was bringt das alles für Nachteile? Die Digitalisierung, die digitale Revolution, die Zombies, die dann immer nur noch so in der Gegend rumlaufen und gar nicht mehr mit Menschen kommunizieren und so weiter. Die wenigsten von euch, die YouTube benutzen, denken vielleicht so. Aber es gibt auf YouTube auch eine ganz große Gegenbewegung und auch auf anderen Portalen. Ich bin ja auch auf Diaspora, auf Steemit. Auch da gibt es ganz viele alternative Richtungen, die da verfolgt werden. Angefangen mit Minimalismus oder Naturheilverfahren oder Entschleunigung und all solche Sachen. Aber auch das sind Informationen, die durch das Internet transportiert werden. Auch das sind Informationen, die die Menschen nicht erreichen können durch Flugblätter, Flyer oder Bücher, sondern auch da brauchen wir das Internet. Und die, die sowieso sagen, sie sind fortschrittsaffin, die können sich vielleicht im Ansatz vorstellen, was in Zukunft alles möglich sein wird, womit es den Menschen besser gehen wird. Das ist ja nicht nur eine Bildungsrevolution, also weil die ganzen Informationen so günstig verfügbar sind online, sondern das ist ja auch ein Multiplikator sondergleichen, der in einer exponentiellen Art und Weise die Menschen, die Erfindungen machen, Dinge weiterentwickeln, nach vorne bringen deshalb. Denn ohne diese Informationen wären sie gar nicht so weit gekommen. Könnten sie gar nicht so schnell netzwerken. Früher mussten sich Universitäten ganz kompliziert austauschen und mussten sich auf Symposien treffen. Da hat es teilweise Jahre oder Jahrzehnte gedauert, bis sich irgendwas Neues, was aber richtiger war, etablieren konnte. Heute ist der Informationsaustausch wesentlich schneller und das geht in alle Lebensbereiche. Das heißt auch ganz speziell, dass wir aufgrund der Entwicklung der Medizin, die sich ja auch da austauscht, der medizinischen technischen Geräte, der Biotechnologie, der Genforschung und so weiter, darauf freuen können, dass wir gesünder und älter werden, dass es uns besser geht. Und das gilt auch für die armen Menschen. Das gilt für alle Menschen. Nicht für alle gleichermaßen, das gebe ich zu. Aber alle werden dadurch Verbesserungen erfahren. Ist doch ganz klar. Das ist ja immer dasselbe Spiel. Ein Medikament, was neu entwickelt wird oder ein technisches medizinisches Verfahren, ist zuerst sehr, sehr teuer. Und später dann wird es immer günstiger und günstiger und günstiger und steht auch den ärmeren Menschen dann zur Verfügung. Dieser
diese Revolution, der wir alle beiwohnen, der wir täglich zuschauen können, das nächste sind Quantencomputer. Das nächste ist ein Gigabyte schnelles Internet. Das nächste ist die erwähnte Virtual Reality. Da werden Dinge passieren, die wir nicht zu träumen wagen. Und zwar in einer Geschwindigkeit, die es Menschen, die heute 60 sind, noch ermöglicht, daran teilzuhaben. Vielleicht sogar Leuten, die heute 80 sind und noch einigermaßen gesund daran teilzuhaben. Und diejenigen von euch, die heute 15, 18, 20, 25 sind, 30 sind oder wie ich 40. Das wird unglaublich, wie unsere Welt aussehen wird, wenn die Freiheit erhalten bleibt. Damit diese unglaublichen exponentiellen Multiplikatoreffekte wirken können und all diese Erfindungen und Innovationen Wirklichkeit werden können. Kryptowährungen, Blockchains, Gesellschaftsveränderungen, die positive Zukunft, die sich dadurch ergeben kann, die ist so unfassbar bahnbrechend. Denkt daran, dass ihr diese Revolution unterstützt, dass ihr diese Revolution seid, dass ihr daran teilhabt. Lasst euch das nicht wegnehmen von alten, verbitterten, dummen, die keine Ahnung haben von dem ich gerade gesprochen habe, die alles ablehnen und sagen, das ist mir zu neu, zu schwierig, es gibt nur Gefahren, wir müssen nur die Gefahren mal anschauen, dann müssen wir hier Regeln einführen und Gesetze machen und das muss restriktiver behandelt werden, das muss verboten werden und so weiter. Es gibt immer negative Seiten. Das Deep Web hat ein Darknet, da passieren Dinge, die negativ sind. Aber wenn wir jetzt das Internet zensieren, das Deep Web abschaffen, geht ja sowieso nicht, aber wer weiß, es geht alles Mögliche, dann verspielen wir die Chancen, die so viel stärker, besser sind als das ganze Schlechte zusammengenommen, ebenfalls. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr diese Revolution, dass ihr merkt, dass ihr ein Teil davon seid. Es geht auch nicht darum, dass ihr alles gut findet. Kritik ist wichtig. Smombie-Kritik. Ist das gut, dass die Leute den ganzen Tag nur noch so in der Gegend rumlaufen? Nein, sie können davon Rückenschmerzen kriegen oder Kopfschmerzen. Oder sie vereinsamen, weil sie keine realen sozialen Kontakte mehr haben und nur noch virtuelle Kontakte haben. Und obwohl ich auch sage, das sind auch echte Kontakte, kann das auch schwierig sein. Kritik ist immer erwünscht, aber diese Revolution, sie ist so zauberhaft und unglaublich. Und ich muss wirklich sagen, dass ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich in dieser Zeit groß geworden bin. So schwierig die auch ist, so viel Negatives man auch sagen kann über den Krieg, es gibt eigentlich gar nicht so viel Krieg, wie ihr glaubt. Es gab früher viel mehr Krieg. Die Leute, die heute arm sind, die Hunger leiden, es ist furchtbar. Warum können wir Menschen das nicht lösen? Aber früher gab es noch mehr Leute, die Hunger gelitten haben. Und wir werden ja immer mehr Menschen. Ja? Ihr seht, meine Botschaft ist eine sehr emotionale. Ihr seid Teil dieser unglaublichen Revolution. Vergesst das nicht. Lasst euch das nicht kaputt machen. Verteidigt diese Revolution vor den, ich nenne sie jetzt mal Alte, obwohl es auch Alte gibt, die cool drauf sind und das mitmachen. Die sind eigentlich nicht alt, die sind jung. Verteidigt diese Revolution gegen die Alten. Ihr seid die Zukunft und diese Zukunft kann wunderbar werden. Und auf jeden Fall besser als heute. Hätte man bestimmte Dinge, ich habe eine PlayStation Virtual Reality Brille, die ist noch nicht mega hoch aufgelöst. Aber auch das wird alles kommen. Es wird so sein, dass wir glauben, wir sind in einer anderen Welt. Was das für Möglichkeiten bietet, was wir machen können. Wenn man das jemandem gezeigt hätte vor 50 Jahren, der hätte mit Fug und Recht behaupten können, dass wir Außerirdische sind. Der hätte das nicht geglaubt. Das gilt für viele Sachen, die wir heute benutzen, die vollkommen normal sind. Die Geschwindigkeit des Internets. Hätte mir jemand, dieses Modem, dieses Klack-Klack-Modem, was ich da früher hatte, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich in 1 Gigabyte HD-Video, das gab es ja früher noch überhaupt nicht, in dieser Geschwindigkeit runterladen oder streamen könnte, dass die, ich weiß noch, wie ich in Jurassic Park war, diese Effekte, die da auf die Leinwand gezaubert worden sind, die haben mir den Atem geraubt. Ich konnte das nicht fassen.
Als ich zum ersten Mal 3D gesehen habe, das gab es ja schon, glaube ich, in den 80ern. 3D-Kino. In Disney World, ja. Also, das ist wirklich... Sekunde mal. So, Entschuldigung. Mein Bildschirm ist ausgegangen. Die Technik. Das hat mich so mitgenommen, als ich zum ersten Mal 3D gesehen habe. Da habe ich mich jahrelang nicht von erholt, ja. Im Positiven. Dann Langspielplatten, Schallplatten. Damit bin ich am Anfang aufgewachsen. Gab es noch keine CDs. CD war für mich eine Revolution. Später MP3, Revolution. Streaming, Revolution. Was kommt als nächstes? Revolution, 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 Revolution. Und wie gesagt, diese Effekte, die gehen nicht linear. Die gehen exponentiell nach oben. Es wird noch krasser, als du es dir überhaupt vorstellen kannst. Und ich finde, du kannst dich darauf freuen. Zum Ende noch ein Fakt, der mit diesem Video überhaupt nichts zu tun hat. Zu Beginn des Universums, beim Urknall, war es ja so, dass sich eine sehr, sehr kleine Energiemenge in einer unglaublich rasanten Geschwindigkeit zu Raum und Materie geformt hat. So, wie schnell ist es aber eigentlich jetzt gegangen? Am Anfang, also bei der Initialzündung des Urknalls. In einer 4 Millionstel Sekunde. Das ist so klein, das kann man gar nicht beschreiben. 4 Millionstel Sekunde. Hat sich das Universum, und jetzt muss ich nachgucken, weil ich habe es schon wieder vergessen. Das ist nämlich nur so eine unglaubliche Zahl. Ich wollte es mir noch merken, aber ich habe jetzt mich so in die Revolution reingeredet, dass ich es vergessen habe. Also in einem Millionstel Teil einer Sekunde hat es sich um das 4 Millionenfache ausgedehnt, das Universum. Das heißt, unglaublich schnell, gleich riesengroß. So, und nach 3 Minuten, also in den ersten 3 Minuten, das ist ja praktisch wie nichts, das Universum gibt es schon so lange, das kann sich kein Mensch vorstellen. In den ersten 3 Minuten ist alles Wesentliche schon passiert. Danach ist natürlich auch noch eine Menge passiert, aber das Wesentliche, nämlich die Entstehung der Atome, Helium, Lithium, Wasserstoff, war dann schon Geschichte. Ja. Der Urknall ist ein ganz großes Mysterium, wo viele Astrophysiker und andere Forscher dabei sind, das zu klären, das versuchen nachzubauen, ja, um das so zu wiederholen, um zu schauen, was passiert da, was war da los. Weil das die Frage beantwortet, die alle Menschen interessiert. Nämlich, woher wir kommen und was der ganze Scheiß hier eigentlich soll. Ja, bis wir das rausgefunden haben, können wir uns das Leben noch ein bisschen schön machen. Deshalb Teil der digitalen Revolution sein. Das war Anton Richard. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert diesen Kanal. Lasst bitte ein Like da. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die digitale Revolution erlebt. Das würde mich freuen. Und wer mich mal auf Facebook oder auf Steemit besuchen möchte, dem setze ich da unten die Links in die Infobox. Macht's gut, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.